Herzlich willkommen und schön, dass du eingeschaltet hast. So, eine Folge hier Skylines und ihr seht sie gerade rechts in der Ecke, beziehungsweise überall ploppen die Icons auf, dass wir momentan Stromprobleme haben, die jetzt aber langsam wieder verschwinden, so peu à peu, aber nee, wir müssen da was machen. Also gleich als erstes, bevor wir irgendwie irgendwelche Sachen weiter besprechen, gucken wir mal, dass wir irgendwie noch mehr Strom produzieren. Auch wenn ich das nicht so mag hier mit den ganzen Kraftwerken, die wir uns hier hinsetzen. Aber wir haben momentan leider keine andere Möglichkeit. Jetzt gucken wir mal eben, beziehungsweise warten wir ganz kurz ab. Jetzt sind wir wenigstens wieder einigermaßen im grünen Bereich. Okay, dass wir mal ein bisschen laufen lassen können. Denn wir wollen ja ein bisschen zusammen die Aussicht hier genießen, bei schön diesigem Wetter wieder. Also irgendwie, ich wollte beim letzten Mal auch irgendwie ein Thumbnail machen. Entweder war es dunkel, es hat geregnet, es ist neblig, also es gestaltet sich als sehr schwierig, ja. Man sieht das hier, die ganzen, sage ich mal, Warnungen, oder wir haben ja schon Mitteilungen dezent bekommen, dass hier unsere Toten nicht abgeholt werden, beziehungsweise dass wir zu wenig Dienstleistungen, zu wenig Kunden haben. Und da habt ihr in die Kommentare reingeschrieben, dass es daran liegt, wenn ich ein gering oder dicht besiedeltes Wohngebiet habe, dass das doch in der Nähe eines gering oder dicht besiedelnden Gewerbegebiets sein soll. Also das heißt, das, was ich hier oben gemacht habe, wo ich dann ein bisschen angefangen habe, hier individuell zu bauen, gestaltet sich als schwierig. Denn hier haben wir jetzt gering besiedelte Gebiete und in der Mitte dicht besiedelte Gebiete. Das heißt, im Endeffekt müsste ich jetzt überlegen, ob ich das alles als dicht besiedeltes Gebiet mache und mir hinten irgendwie versuche, dann ein oder angrenzendes Gewerbegebiet dicht besiedeltes hinzusetzen. Würde natürlich bedeuten, dass wir eventuell die Bürogebäude hier, die könnte ich entstehen lassen mit Industrie. Irgendwann wird die hoffentlich benötigt, aber hier diesen Bereich würde ich eventuell nochmal optimieren und ja, ich glaube, ich werde ihn abreißen, wohl oder übel, weil, ja, wobei es geht langsam wieder, ne? Oder ich müsste halt wirklich das ausprobieren, dass ich sage, diese Gebiete hier mache ich alle in dicht besiedelte Gebiete und wir beobachten es einfach mal, ob dann die Kunden dorthin reisen. Das könnte man einmal machen. Bevor ich hier irgendwie großartig etwas abreiße, switche ich das einfach mal um. Kann ich das umändern? Ne, ich kann es nicht umändern, ne? So. Ein bisschen Bauarbeiten hier. Kann man das nicht markieren und dann einzeln rumziehen? Anscheinend wohl nicht. So, dann machen wir das mal weg. Und dann gucken wir mal, ob sich das irgendwie verändern wird. Bisschen Frosch im Hals hier. So, dann machen wir dieses, dieses, dieses und dieses. Da bin ich mal gespannt, ob sich das wirklich bemerkbar macht, beziehungsweise sich das verändert, dass wir dann nur dicht besiedeltes Gebiet haben. Weil ich würde eigentlich ganz gerne, bin ich ehrlich, dieses Gebiet dort lassen, das Gewerbegebiet, weil, ja, es ist halt das erste Gewerbegebiet, was da drüben auf in unserem zweiten Grundstück oder auf unserer Landfläche entstanden ist. Und das einfach abzureißen, würde ich jetzt schon schade finden, denn ich möchte eigentlich versuchen, so wenig wie möglich irgendwo immer abzureißen. Außer es geht halt nicht anders. Was ist jetzt hier? Ah, da wird schon gebaut. Okay, das werde ich aber mal lassen. Das ist ja unser, oh, wie heißt das, Öko? Ich habe schon wieder den Namen vergessen. Unser, wo steht's? Biologische und lokale Herstellung, war das das? Ne, das ist Gewerbegebiet, Büro, Wohnspezialisierung. Und das sind selbstversorgende Gebäude, genau. Finde ich eine recht schöne Idee. Hat sich auch irgendwie schön rausgemacht, finde ich. Kann man so lassen. Muss nur mal gucken. Schon wieder Strom. Warum haben wir denn so massive Probleme? Und warum habe ich einen Kloß im Hals? So viele Fragen auf einmal. Hier haben wir einen Ausgangs... Ach so. Da benötige ich...
Lärmbelästigung 8, da kriege ich 20. Ich setze da, glaube ich, mal hier noch was hin. 1. Ist natürlich die Sache, wenn ich hier alles vollhau. Machen wir so. So, geldtechnisch sind wir bei 33.000 ungefähr. Was sagt jetzt die Stromanzeige? Jetzt sind wir voll im Soll. Okay, perfekt. Ich glaube, irgendwann werde ich da mal anfangen, mal ein anderes Gebiet mir hinzusetzen, wo dann... Ach, deswegen. Ja, guten Morgen. Na, irgendwie bin ich heute noch nicht so wirklich wach geworden. Habe auch noch einen Kaffee gehabt. So. Jetzt gucken wir mal, ob sich das hier gleich wieder relativiert. Ja, okay, alles klar. Aber da haben wir halt ein bisschen mehr Strom mal schon produziert, beziehungsweise dem erzeugen. Gewerbegebiet Bedürfis geht langsam wieder nach oben. Das ist eigentlich eine schöne Mitteilung, die wir bekommen. Jetzt ist die Sache, das ist alles dicht besiedelt. Kann man das irgendwie jetzt hier... Gering besiedelt. Okay, ich muss dieses Gebiet dann in dicht besiedelt umwandeln. Das sollte nicht das Problem werden. Reicht das mit den Strommasten da? Ich hoffe. Ja, perfekt. Gucken wir mal. Es stehen halt nur zwei Gebäude leer. Was man natürlich überlegen könnte, wir lassen die Gebäude oder das Gewerbegebiet als gering besiedeltes. Aber es wird nicht mehr Wohngebiet benötigt. Wenn ich jetzt wieder großartig durchmische. Ah nee, ich lasse es mal kommen. Hier. Das steht nur noch ein Gebäude leer. Wir haben jetzt hier auch nur noch das mit Mitarbeitern oder beziehungsweise nicht gebildet genug. Das sollte eigentlich soweit passen. Wie sieht es hier aus? Hier sind wir bei 100%. So, wie gehen wir da überhaupt jetzt ran? Das kann man ja dann irgendwie im besten Fall verkaufen. Das kann man ja dann als Papier oder Schnittholz. Und dann wird es ja hoffentlich irgendwie verkauft, oder? Kann in Lagerhäusern eingelagert werden. Ja, das haben wir ja hier. Jetzt nur die Frage, Arbeiter, Unterkünfte, die Effizienz. Was muss ich jetzt machen, damit dieses hier verkauft wird? Kleiner Holzplatz. Brauche ich ein Lagerhaus vielleicht, dass das eingelagert wird und von da aus verkauft wird? Lagerhof. Für Güter und Produkte. Ein Lager hat drei Betriebsmodis. Füllen, leeren, ausgewogen. Im Modus ausgewogen orientiert sich das Lagerhaus an der aktuellen Nachfrage. Boah. Ist das nicht das Lagerhaus, das kleine? Ausgewogen. Füllen. Ich glaube, ich produziere momentan zu viel Holz, kann das sein? Also sind wir bei 94%. Okay, es wird wo, schätze ich mal, teilweise verkauft. Man könnte nur überlegen, ob man eventuell noch ein Lager uns hinsetzt, ein kleiner Holzplatz. Macht das jetzt einen Unterschied bei der Anzeige hier? Ich bin dann noch ein bisschen Hauptgebäude, Arbeiter, Förderanlagen. Ach, guck mal, ich kann hier unten ja auch lang gucken. Ah, hier, was haben wir denn hier noch? Die Sägemühle, okay. Und hier haben wir Biopelletfabrik. Biopelletfabriken sind Aufbereitungsanlagen, die Forstwirtschaftsrohmaterialien zur Herstellung des Spezialgutes Papier erfordern. Aufbereitungsanlagen müssen innerhalb des Industriegebietes platziert werden. Und das machen wir doch mal. Oh Gott, ist das groß. Kriege ich den Button irgendwie weg? Dankeschön. So, hier sind überall Bäume, beziehungsweise auch unser
unser Hauptgebäude ist, glaube ich, hier. Und das regnet schon wieder, es ist schon wieder dunkel. Also, wie will man denn hier mal irgendwie ein bisschen was sehen und vorankommen? Das kann aber nicht wahr sein. Kann ich das hier irgendwo hinsetzen? Da könnte ich es hinsetzen. Direkt hier vorne hin. Ich habe halt überhaupt keine Ahnung, ob das jetzt Sinn macht. Hier würde ich Gewerbegebiete abreißen. Kann ich das hier irgendwo hinsetzen? Hier so hin. So. Was für eine Fabrik groß genug, um Biomasse-Pellets für alle zu produzieren? Jetzt bin ich mal gespannt. Ich möchte sie ganz gerne mal wieder angucken. Also hier kommt Holz rein, bis zu 14 Tonnen und wird zu Papier verarbeitet. Okay. Und das Papier wird dann eingelagert oder wie verhält sich das? Ah hier, Beschaffung 29 Tonnen, Eigenproduktion, importieren, kommt, okay, ich habe noch einen besseren Überblick. Wir haben einen Speicher von 237 Tonnen, haben momentan 53 Tonnen gespeichert, 32 Tonnen werden aufgesplittet, 6 Tonnen wurden an Schnittholz verkauft und 32 Tonnen wurden so verkauft. Papier wurde noch nichts verkauft. Jetzt ist nur die Frage, wie bin ich da reingekommen, ne? Effizienz 4%, Verschmutzung minus 10%. Da bin ich mal gespannt. Ich würde gerne irgendwie das Fenster weiter rüberziehen. Das wäre für mich irgendwie übersichtlicher. Ich lasse es erstmal so laufen. Und irgendwann, wenn es mal richtig hell ist und nicht so diesig ist, glaube ich, werde ich mal das ein bisschen anpassen. Das heißt, ich werde hier erstmal nur Wälder oder beziehungsweise solche Baumplantagen hinsetzen. Weil wir haben jetzt die kleinen Baumplantagen. Und da sind Setzlinge. Ein kleines Feld mit Reihen von Setzlingen. Das Baumsetzlingsfeld produziert rohe Holzprodukte, platziert eine Förderanlage auf dem Forstgebiet innerhalb des Industriebereiches. Was ist da jetzt der Unterschied? Können Erlen, Buchen, Nadelbäume gepflanzt werden? Sämtliche Förderanlagen produzieren rohe Landwirtschaftsmaterialien, platziere, ja, okay. Und hier eine Reihe von Setzlingen. Eine Reihe von Setzlingen. Das Gebiet geht bis darüber. Aber da wird schon kritisch, ne? Würde ich auch mal gerne ausprobieren. So. Oh, sind die niedlich. Hashtag Setzling. Ja. So. Man sieht halt nicht viel, ne? Irgendwie, das ist jedes Mal mein dasselbe Problem, was ich habe. Rohholzprodukte. Wir haben jetzt zu wenig Holz. Okay. Das heißt, ich würde eventuell diese Straßen hier wegmachen und würde hier dann nur... Geht das? Wir probieren das mal aus. So. So. Und würde jetzt hier dann Baumplantagen hinsetzen. Ach so, die müssen ja an die Straße angrenzen. Haha, das habe ich ganz vergessen. Das heißt, da treffe ich die Gleise. Das passt schon eigentlich. So. So. Jetzt sehe ich es nicht. Und so. Okay. Mich irritiert halt, dass da noch eine andere Industrie ist, irgendwie nebenher. Dann werden wir hier drüben das mal abreißen. Oh, bau eine einzigartige Fabrik. Da gucken wir doch mal rein. Ach, ETF. Wo denn? Da. Wir haben eine Möbelfabrik. Unterhalt 320 Euro, Kosten 22.000, wir sind bei 31.000. Holzvision ist ein Möbelhersteller, der für sein innovatives Design und seinen individuellen Stil bekannt ist. Die Fabrik von Holzvision erfordern Schnittholz und Papierspezialgüter, um ihre geschätzten Produkte herzustellen. Einzigartige Fabriken können außerhalb des Industriegebietes platziert werden. Okay, jetzt ist nur wieder die Frage... Okay, dann würde ich das, glaube ich, da hinsetzen. Hier
Oh Gott, ist das groß. Wow. Der muss. Ach so, da ist der Eingang. Hier kann ich es nicht hinsetzen. Ja gut. Hier produziert die Fabrik Lärm. Da würde ich sie, glaube ich, hier so hinsetzen. Hallo? Warum geht das jetzt nicht? Gerade jetzt, okay. Was ist denn heute los im Spiel? Komm schon. So. Was für ein Akt. Okay, hast du Wasseranschluss, alles drum und dran? Ja, perfekt. So, was haben wir jetzt hier? Produktionsrate 100%. Aus Schnittholz und Papier werden Möbel dann wohl irgendwie hergestellt. Speicher 0 von 13. Da bin ich mal gespannt, wie das sich dann entwickeln wird. Ob ich da noch mehr Bäume brauche. Was wir jetzt noch eventuell machen könnten, wäre eine Arbeiterunterkunft zu bauen, um das Ganze ein bisschen produktiver zu gestalten. Ist nur die Frage, muss ich die in das Gebiet reinsetzen? Wo war denn die Arbeiterunterkunft? Ich glaube hier irgendwo. Nebengebäude müssen innerhalb des Industriegebiets platziert werden. Okay, das heißt Bekleidung. Okay, das kann ich abreißen. Da würde ich da versuchen. Das ist ja auch so ein riesengroßes Gebiet. Das ist ja der Wahnsinn. Warum sind sie alle so riesig? Guck mal, ich reiß mal hier die Straße ab. So. Das ist ja ein riesiges Gebäude, das ist ja der Wahnsinn. Kann ich das vielleicht hier, wenn ich das Gebiet einfach vergrößere? Hätte nicht gedacht, dass das so viel Aufmerksamkeit benötigt hier. Das ist der Wahnsinn. Gewerbe. Industry, wie kann ich das jetzt hier vergrößern? Sagt er. Ach, hier ist noch die andere. Das ist zwei übereinander. Ahorn Park. Müssen wir eben gucken hier. Kriegen wir schon hin, früher oder später? Aber das muss ja hier sein. Agrarindustrie. Hat man das Gebiet nicht anders eingezeichnet? Wie war das denn? Entfernen Sie Spezialisierung. Wie habe ich das denn gemacht? Fragte er sich. Industriegebiet. Richtlinien. Ja, wenn ich das jetzt wüsste, ne? Gewerbespezialisierung. Büro. Wohnspezialisierung, Viertelbemalungsanlagen. Man ist doch aber hier irgendwie so. Man musste das doch irgendwie separat einzeichnen. Vielleicht fällt es mir gleich noch ein. Lass uns mal eben. Auf jeden Fall, die Arbeiterunterkünfte werden unser nächstes Projekt sein. Es wird schon mal ein bisschen heller hier auf jeden Fall. Dadurch, dass immer mehr Industrie verschwindet. Ich könnte mal die Straßen hier. Wie sieht das eigentlich aus jetzt da? Sieht alles ein bisschen komisch aus. Dadurch, dass die alte Agrarindustrie noch da ist. Ich glaube, das hat sich irgendwie so überschnitten, dass ich jetzt zwei Spezialisierungen oder zwei Gebiete hier habe. Aber ich habe jetzt hier zwei Flächen. So, wie kriege ich diese? Wie? Warum überhaupt? Ach, man merkt es, glaube ich, ich bin gerade ein bisschen überfordert. Industriegebiet löschen. Industriegebiet übermalen. Städteviertel löschen. Gucken wir mal. So. Tut mir leid, ich bin ein bisschen verwirrt, aber wir kriegen das schon hin. Jetzt habe ich es nämlich auch eigentlich gefunden. Jetzt bin ich wieder ein bisschen beruhigter. Ich habe gerade ein bisschen an mir gezweifelt. Okay, wir ziehen das einfach mal so.
Und ich würde jetzt gerne die Arbeiterunterkunft denn hier irgendwie hinsetzen, wenn das möglich wäre. Vielleicht hier so direkt daneben an die Straße. Perfekt. Wo steht da? Ach, jetzt okay, alles klar. Schauen Sie mal, ein neues Grundstück steht zur Verfügung. Ja, mal gucken. Okay. Also, was haben wir jetzt hier? Nein, ich habe das Falsche gebaut. Unglaublich, was hier heute los ist. Wenn der Magen voll ist und ein weiches Bett wartet, war es ein guter Tag. Hashtag Arbeiter, Hashtag Forstwirtschaft. Könnte es mal aufhören, einfach mal zu regnen, so ein Tag? Das wäre doch schön. Sieht doch auch schön hier aus, ne? Was ist da los? Forstarbeiter. Beim Arbeiten. Ah, jetzt hier, okay. Jetzt bewegen sie sich. Ja, bin ich mal gespannt. Okay. Nächster Meilenstein erreicht. Großartige Stadt. Wir haben jetzt 15.000 oder beziehungsweise wir haben die 15.000 Bevölkerungsmarke geknackt. Kriegen jetzt ein drittes Darlehen, was jetzt möglich wäre. Wir kriegen ein Solarkraftwerk. Das Solarkraftwerk produziert mit seinen großen Solarmodulen Strom, die in unterirdischen Stromspeichern gespeichert werden. In der Nacht verteilt das Solarkraftwerk den gespeicherten Strom und trägt so selbst nachts zur Stromproduktion bei. Das hört sich ja sehr cool an. Müllumschlagsanlage. Die Anlage nutzt Müll-LKWs zum Einsammeln und temporären Lagern von Müll. Gelagerter Müll kann mit Müllumschlags-LKWs von Müllverarbeitungsanlagen abgeholt werden. Das Gebäude verschmutzt die Umwelt weniger und kann deshalb näher an Stadtzentrum gebaut werden. Müllumschlagsanlage? Oh Gott. Dann haben wir hier Müllverarbeitungsanlage. Der Komplex schickt Müllumschlags-LKWs los, um Müllverarbeitungsverarbeitung von Müllumschlagsanlagen, mein, was für Namen hier, und Mülldeponien abzuholen. Der Komplex kann Müll nicht direkt vom Gebäuden abholen. Das wäre dann jetzt ja eigentlich gut, um unsere Deponien dann zu leeren, oder? Ja. Dann haben wir Umlandsbus-Terminal und Bus-U-Bahn. Hab, da bin ich mal gespannt. Da kenne ich mich überhaupt noch nicht aus. Aber wir haben jetzt eine größere Alternative zum Überland-Busbahnhof. Das Busterminal dient als Hub für ankommende und auswärtige Passagierbusse. Das Busterminal benötigt eine Autobahnanbindung. Das Überland-Busterminal benötigt keine Überland-Buslinien. So viele Informationen. Unbelievable. Als nächstes ist der nächste Meilenstein bei 24.000. Nice one. Jetzt sieht schon ein bisschen anders aus, dadurch, dass die. Guck mal, ich kann jetzt hier eigentlich die Industrie komplett wegnehmen. Das ist ja jetzt hier nur für unsere Bäumchen gedacht. Dann hört das vielleicht mit der diesigen Luft dann da auch mal ein bisschen auf. So. Noch die einzelnen Slots hier. Ich bin immer auf dieses Erzgebiet, bin ich einfach gespannt. Da hatte ich richtig Lust drauf, aber wenn ich jetzt schon merke, dass ich mit diesem Gebiet extrem überfordert bin, freue ich mich schon drauf, was das gibt. Okay, eigentlich war ja unsere Überlegung jetzt zu sagen, wir bauen ein dicht besiedeltes Gewerbegebiet. Dadurch, dass der Bedürfi sehr hoch ist, die Nachfrage. Schmutz, wie sieht es da oben aus? 43% voll. Ich weiß auch nicht, ob das Sinn macht mit diesen Umschlags-LKWs oder Anlagen. So, wo wir das Problem haben, ist mit den verstorbenen Bestattungswesen ist 43% ausgelastet. Krematorium sieht eigentlich soweit in Ordnung aus. Kinderbetreuung ist gut. Altersheim. Ja. Ich würde jetzt sagen, wir bauen uns ein nächstes Gewerbegebiet auf. Jetzt nur die Frage. Wo setzen wir uns das hin? Ich würde ja sagen, dass wir uns hier vielleicht mal so einen Kreisverkehr hinsetzen. Ich würde jetzt einfach mal so spontan sagen, was ist das denn? Ein Kleeblattkreuzung. Ja gut, dann. Das sieht cool aus, ne? Oha.
Das ist aber schon riesig. Das ist mir, glaube ich, too much. Kleiner Kreisverkehr, großer Kreisverkehr. Was haben wir da drüben für einen? Ich gucke mal eben kurz. Das ist eine Moorstraße, genau. Das wird wahrscheinlich ein kleiner Kreisverkehr sein, oder? Ja. Wir machen mal einen kleinen. So. Wir können ja später dann noch in anderen Dimensionen bauen. Aber momentan denke ich, kriegt man das auch so hin. Kleiner Kreisverkehr. Okay, den muss ich ein Stück weiter zurücksetzen. Ungefähr dabei, so eine Kurve drinne. Wie dieses Auto da umgedreht ist. Ah, hier geht's doch gar nicht lang. Mensch, was mache ich denn hier? Da kommt das nächste Auto. Ja, das sieht, naja, gut. Sehr individuell. Da können wir vielleicht mal so eine kleine Kurve reintun hier. Ja, das. Ja, genau, so machen wir das einfach mal. Wir lassen das mal so. Die Wardstraße. Okay, und dann machen wir hier. Gerade. Dankeschön. Ich will das einfach verbessern. Kriege ich das hin? Ja, perfekt. So. Ich wollte gerade sagen, warum kann ich gerade nichts machen? Herzlichen Glückwunsch! Frühlingsholzverarbeitung hat Stufe 3 erreicht. Gebietsboni, Effizienz plus 13, Verschmutzung minus 20%. Die folgenden Gebäude wurden freigeschalten. Wir kriegen eine Druckerei, eine mittlere Baumplantage und ein großer Holzplatz. Sehr cool. Der Hashtag Forstwirtschaft geht es so gut wie dem stolz aufragenden Bäumen. Hashtag Blätter für immer, Hashtag Bäume, was sind Leben? Oh ja. So, das stimmt wohl. Ich möchte jetzt ganz gerne das hier noch verbinden. Danke. Das sieht sehr speziell aus. Okay. So, wir wollen jetzt noch ein dicht besiedeltes Gewerbegebiet uns hinsetzen. Oh, die Industrie ist auch schon nach oben gegangen. Dann würde ich sagen, setzen wir uns hier. Ich weiß ja nicht, wie viel Industrie wir jetzt momentan benötigen. Ich mache das erstmal so. Dann bringen wir hier noch einen Wasseranschluss, den wir uns hoffentlich lang legen können. Nee, das ist doof. Und hier. Ist halt ein bisschen wild durcheinander heute. Ich hatte eigentlich andere Pläne und jetzt. Naja, so viele Gedanken gingen schon wieder auf einmal. Und hier, aber hier würde ich nicht ganz gerne abschließen. Weil ich hatte ja im letzten Part ja eigentlich schon angefangen mit dieser Erzverarbeitung der Erzindustrie, was mich ja mega interessiert. Aber ich die ganze Zeit so im Hinterkopf habe, Mensch, wird das was? Kriegt man das hin? Müllumschlagsystem. Die Müllumschlagsanlage ist eine Einrichtung zur Zwischenlagerung für Müll. Ja, genau, das wissen wir ja. Kriegt man da noch einen neuen Button, ja? Da. Die Anlage nutzt Müll-LKWs zum Einsammeln von temporärem Müll. Von Müll, ja. Das gibt Kapazität 250.000. Das macht doch aber nur Sinn, würde ich sagen, wenn unsere Deponien voll sind. Jetzt gucken wir mal eben. Die ist sogar voll. Okay. Wie sieht es da hinten aus? Da ging es, glaube ich, ne? 44%. Okay, dann wir setzen mal. Ob das Sinn macht, die direkt daneben hinzusetzen? Ich habe halt keine Ahnung. Die Anlage nutzt Müll-LKWs zum Einsammeln und temporären. Und zum temporären Lagern von Müll. Gelagerter Müll kann mit Müllumschlags-LKWs von Müllverarbeitungsanlagen abgeholt. Was? Nochmal in Ruhe lesen. Die Anlage nutzt Müll-LKWs zum Einsammeln
und temporären Lagern von Müll. Gelagerter Müll kann mit Müllumschlags-LKWs von Müllverarbeitungsanlagen abgeholt werden. Ist das einfach nur die nächste Stufe Mülldeponie? Vielleicht, ich weiß es nicht. Verschmutzung 10? Verschmutzung 100, okay. Mit Müllschlags- und LKWs von Müllverarbeitungsanlagen abgeholt werden. Das Gebäude verschmutzt die Umwelt weniger und kann deshalb näher an Stadtzentrum gebaut werden. Okay, dann würde ich sagen, Müllverarbeitungsanlagen. Das ist die Müllverarbeitungsanlage. Der Komplex schickt Müllumschlag-LKWs los, um Müll zur Weiterverarbeitung von Müllumschlagsanlagen und Mülldeponien abzuholen. Okay, na dann gehen wir das mal an. Komm, wir probieren das jetzt mal aus. Ich mache jetzt hier eine Müllverarbeitung. Wow. Müllverarbeitungsanlage. Ich glaube, die setze ich aber. Wir haben so viel Platz. Ein Stückchen weiter außen hin. Hier so erstmal. Ach, hier ist ja Wasser. Okay. Bup. Vielleicht hier eine Kurve rummachen und dann so rumführen? Wir probieren das einfach mal aus. Dieses. Dann hier einfach so lang. Und die Verarbeitungsanlage hier irgendwie außerhalb ein bisschen hinstellen. Weil die macht 250 Verschmutzung. Ja, ich glaube, hier so hin. Okay. Ich weiß ja gar nicht, ob ich die überhaupt brauche, bin ich ehrlich. So, jetzt habe ich natürlich kein Geld mehr, oder? Müllumschlags-LKW 20.000. Gott, was hat denn die denn gekostet? Was habe ich jetzt dafür ausgegeben? Ich habe jetzt irgendwas gebaut. 100.000. Ich habe es einfach hingesetzt. herrlich. Okay, wir schauen mal ein bisschen vor. Denn ich möchte gerne die Verarbeitungsanlage, Müllumschlagsplatz da hinten noch hinsetzen. Was ist hier los? Kein Strom, okay. Moment. Wir kümmern uns doch darum. Ist doch kein Problem. Blub, blub. Wir machen Minus. DTF, wir brauchen Industrie. Kann es sein, wenn ich jetzt nur auf diese Verarbeitung oder diese spezielle Industrie gehe, dass ich dadurch komplett Industrie einbüße? Das wäre natürlich fatal. Dann habe ich hier das Gewerbegebiet. Hier möchte ich ja gerne dann irgendwann das Erz abbauen. Ich brauche Industrie. Wo setze ich die jetzt hin? Ich habe schon lange kein Minus mehr gemacht. Vielleicht hier im Weg mittig rüber? Wie wäre das? Haben wir hier noch eine Straße, die wir noch langführen könnten? Ja. So. Ist nur die Frage, was wir uns für Industrie hinsetzen. Was haben wir denn jetzt für Möglichkeiten? Eine Ölindustrie? Ja, gut, wir haben Ölressourcen. Sind die überhaupt? Wir haben hier Erz. Brauche ich denn für diese andere Industrie, wenn ich mir das baue? Die Erzindustrie-Hauptgebäude legt ein nicht zugewiesenes Industriegebiet auf Erzindustrie fest, sodass die aufgestuft werden kann. Wenn ich mir jetzt eine Erzindustrie auch hier hinsetzen wollen würde, macht das Sinn? Bauen die? Das weiß ich halt nicht. Das ist. Hm.
Schwierig. Ich glaube, ich probiere es einfach mal aus. Ich nehme das mal in. In Kauf wollte ich gerade sagen, ich probiere es einfach mal. Erhöht Steuereinnahmen, moderat, erfordert Naturrohstoff, Erz, nicht erneuerbar. Ja, komm, wir probieren es aus. Ich baue mir jetzt so eine kleines Viertel auf mit Erz für Erzindustrie. In der Hoffnung, dass das irgendwie hinhaut. So. Die Straße einmal rüber und hier auch noch. Aber ich setze erstmal nicht so viel hin. Erz. Achso, ich sollte vielleicht erstmal ein Viertel ziehen. So hier. Nein, das ist falsch. So. Hier soll Erzindustrie entstehen. Okay. Bin mal gespannt. Dass sowas wird. Habe ich gar nicht im Blick gehabt, dass meine Industrie komplett auf einmal weg ist dadurch. So, wir brauchen aber noch Wasseranschluss und Strom dann wahrscheinlich. Geld mehr. Das macht man nicht, ne? Jetzt habe ich das alles da drüben abgerissen, dass ich so in einen Notstand gekommen bin und dann habe ich mir noch meine neue Müllanlage gegönnt für 100.000. Ich habe gedacht, die kostet ja 10.000, 20.000. Wir haben ja genug. Dunkel auf, würde ich sagen. Okay. Hier ziehen wir auch noch eben lang. Heißt aber am Umkehrschluss dann wahrscheinlich auch, wenn das Erz komplett alles dann abgebaut ist. Wir werden das einfach mal beobachten. Okay, wir haben keinen Stromanschluss hier. Muss ich dann wahrscheinlich früher oder später die Industrie dann umwandeln. Aber das ist ja noch Zukunftsmusik, da kann man dann irgendwie in Forstwirtschaft oder Agrar gehen. Okay, da wird natürlich die Verschmutzung auch sehr hoch werden. Aber das, da wird nicht bisher davon gefördert. Eine Wald, da wird Wald verarbeitet, 241 Hektar. Ach jetzt, okay. Ja gut. Das braucht halt ein bisschen, bis es anläuft. Mich wundert es halt, dass ich hier eine Erzindustrie hinsetzen kann und eigentlich ist das Erz hier drüben. Ja. Aber da habe ich, das ist mir halt irgendwie, der Sinn erschließt sich mir dann noch nicht, diese Spezialisierung hinzusetzen. Diese hier. Das wollte ich ja eigentlich da drüben hinsetzen, aber wenn das dann nicht als separat als Industrie zählt, bringt mir das ja momentan nichts. Oh, da wird eigentlich fleißig gearbeitet. Wir gucken auf die Verarbeitung von den Ressourcen. 2. Wird weiter ausgebaut. Ich kriege keine Fehlermeldung. Das wird schon passen. Kann natürlich auch sein, dass die jetzt hier nur abbauen, die weil die hier in der Nähe sind. Aber das sind alles solche Sachen, wo man einfach mal eine Sprachverständnis bekommt, die man dann irgendwie mal herausfinden muss. Aus der Nachbarschaft kommt ein komischer Geruch her. Was soll ich sagen? Hier fehlt Kundschaft. Aber ich brauche keine Wohnung. Im Endeffekt habe ich wahrscheinlich zu viel Industrie hier oben. Was ist hier? Mit dem Stromanschluss, den benötige ich wahrscheinlich erstmal nicht mehr. Oh. Passt das? Ich hoffe.
Okay. Was mit unseren Gebäude? Materialkosten. Da wird Schnittholz geliefert. Der Speicher ist fast voll. Nicht genügend Rohstoffe. Ja, was fehlt denn da? Stellt Schnittholz her. Brauche ich mehr Mühlen, aber geht ja auch nicht, weil ich habe nicht genug Holz dann wahrscheinlich. Nadelbaum. Brauche ich mehr Waldfläche? Feld? Treibhaus. Soll ich einmal noch mehr Baumfelder hinsetzen? Muss mal gucken, ob das so Sinn macht. Wir haben ja jetzt auch größere, glaube ich, bekommen, ne? Mittlere Baumplantagen. Ja. Boah. Was sind denn das für Gebiete? Da kommen wir auch gar nicht mit klar. Ist ja riesengroß. Brauche ich das hier? Was habe ich jetzt abgerissen? Ich hab irgendwas abgerissen. Was ist hier los? Man kann das doch bestimmt auch längs hinsetzen. Ne, da passt es von der Länge her nicht. Da passt es auch nicht. Oh, hier hat es gepasst. So. Okay. Wobei... Müssen wir mal gucken. Ich bin da immer noch nicht so ganz zufrieden mit. Vielleicht brauche ich einfach mehr Waldfläche. So, was habe ich jetzt hier gemacht? Wieso kriege ich hier eine komische Meldung? Ist da noch irgendwas? Hä? Da fehlt irgendeine Anbindung oder was? Abreißen. Wieso kriege ich diese Meldung hier? Was hat das zu bedeuten? Straßenanschluss passt nicht, oder? Mal gucken. Es fehlen immer noch nicht genügend Rohstoffe. Ich glaube, du brauchst da wahrscheinlich richtig viel. Was ist denn da eigentlich los? Eieiei. Sieht aber cool aus, wenn hier reingefahren kommst und überall sind Bäume. Das hat schon was. Ja gut, ich werde halt einfach... Was habe ich denn da gemacht? Das Zeichen regt mich richtig auf. Garstiges. So... Ich probiere es halt, ich setze so viele Baumplantagen hin, wie es nur geht. Noch eine vielleicht, wenn das geht. 2000 kostet sie, glaube ich, ne? Ne, ist teurer. 4000, buha. Ja, dann muss aber langsam mal ein bisschen was passieren hier. Es regnet schon wieder. Okay. So, das muss reichen. Da steigen die Gebäude auf. Bedürfnisse sind allgemein eigentlich recht niedrig. Danke für den tollen Urlaub. Ja, sehr gerne. Da ist ja richtig was los. Hier wird richtig was geboten hier in der Ecke. Wenn ich jetzt dann... Ich guck mal eben... Was passt hier nicht? Was soll das hier?
Also irgendwie entweder das Spiel verwirrt oder ich sehe gerade irgendwas nicht, was ich da gemacht habe. Aber mir erschließt sich der Sinn ja nicht. Hallo, ein Hund. Oder ich komme nicht drauf. Ich bin heute ein bisschen, oh Gott. Ein bisschen verwirrt. Wir brauchen Wasser, wir brauchen Wasser. Wasserpumpe? Ja. Inlandwasseraufbereitungsanlage. Ach, sie wollen kein Wasser in Wassergebiete pumpen. Ja. Wir können ja mal, was wir noch gar nicht gemacht haben, hier mal so einen Wasserturm hinsetzen. So. Das ist ein bisschen Wasser. Ach, Abwasserklärung ist aber auch nicht so offen. Moment. Abwasserklärung. Abwasserrohr. Da war ich beim letzten Mal schon, wo ich überlegt habe, da gibt es ja auch wieder zwei Unterschiede hier, genau. Öko-Austritt. Also langsam wird das Wasser deutlich mehr verschmutzt. Da muss ich dann auch mal früher oder später was machen, dass wir hier das ein bisschen aufbereiten. Habe ich hier die Gleise irgendwie gekappt? Nee, habe ich nicht. Ich weiß es nicht, ich komme nicht drauf. Okay, die Produktion. Ja, da drüben läuft jetzt wieder, okay. Kein Strom. Also es gefühlt so der erste Part von, bei wie viel sind wir jetzt, glaube ich, 7 oder 8, wo ich eigentlich nur gegen Probleme, gegen irgendwelche ankämpfe. Aber ich habe es mir natürlich ein bisschen selber schwer gemacht, dadurch, dass ich mir diese große Anlage hingesetzt habe. Ob das so sinnvoll war, ich weiß es nicht. Jetzt hätte ich halt ganz gerne noch diese andere. Wo war sie denn? Moment, Moment, Moment. Hier. Die Müllumschlagsanlage würde ich mir gerne noch hinsetzen. Muss man mal gucken. Aber ich glaube, das ist halt dann, sage ich mal, die saubere Variante von der Deponie, würde ich jetzt einfach mal vermuten. Das können wir uns jetzt mal ein bisschen Ruhe angucken hier. Arbeitsgeräusche, man sieht aber keinen. Naja. Müllwagen, okay. Kehrt zur Einrichtung zurück. Sieht man da irgendwas an? Statistiken? Ich hatte es nur einmal kurz drüber geklickt. Um Müll von Anlagen und Deponien abzuholen. Ah, okay, das ist einfach ein größeres Lager. Dann ich hole somit Verarbeitungsleistung die Woche, Ausgangsleistung. Das ist einfach ein größerer Speicher, der den Müll von aus dem Zwischenlager holt oder was? Vielleicht. Aber dadurch hat ja unsere Müllverbrennungsanlage auch gar nichts mehr zu tun. Ausgangsleistung 0. Und sie erzeugt 3. Die Müllverbrennungsanlage verbrennt Müll zur Stromerzeugung für die Stadt. Ausgangsleistung 12. 40. 192.000 Tonnen. 48.000. Das hätte ich gar nicht mehr bauen brauchen, glaube ich. Dann werde ich, glaube ich, diese Anlage abreißen. Das war kontraproduktiv. Gut, habe ich ein bisschen weniger Unterhaltskosten. Das ist jetzt nicht das Problem.
Ja, man sollte halt ein bisschen vorher sich das auch genauer durchlesen, ne? Da kommen so viele neue Gebäude, hey, da ausprobieren, zack, hinsetzen, was, so teuer. Okay, das heißt aber auch, dass ich dann irgendwann, wenn wir geldtechnisch wieder auf einem guten Weg sind, werde ich mir die Deponie da wegnehmen und einfach dann solche Umschlagsanlagen oder eine hinsetzen. So hier und dann da oben. Das ist für den Mitarbeiter. Wie viel Erz produziert jetzt eigentlich? 111 Einheiten. Ja, das ist ja gut. Okay. Ansonsten so bedürfe ich von Wohnviertel geht langsam nach oben. Aber obwohl ich jetzt hier ein dicht besiedeltes Gebiet habe und hier ein dicht besiedeltes Gewerbegebiet habe, ist immer noch Mangel an Kunden. Müsste ich vielleicht noch ein bisschen, vielleicht noch dicht besiedeltes Gebiet irgendwie daneben setzen. Ich finde das von der Bauart mal was ganz Schönes, ja, mal was anderes, ein bisschen Abwechslung reingebracht. Aber uns geht halt natürlich ein bisschen Baugebiet verloren. Aber ich glaube, so von der Holzfläche sieht das jetzt eigentlich recht gut aus. Wir haben jetzt momentan kein Zeichen mehr da, dass irgendwie Ressourcen fehlen. Das ist schon mal gut. Da haben wir produziert. Okay. Gut, da würde ich aber sagen, wir gehen Punkt einfach mal an. Hier habe ich ja auch noch Kraftwerke. Habe ich hier ganz vergessen. Was heißt, ach nee, das ist ja weiter unten. Okay. Ich wollte gerade sagen, ganz vergessen. Die habe ich an dem dran gesetzt. Ich war jetzt ein Stück weiter unten. Kriminalitätsrate. Ich sehe gerade hier ein bisschen. Ist eigentlich niedrig. Aber wir haben kaum noch Kapazitäten. Das heißt, ich würde mir eventuell hier irgendwie eine Polizeiwache noch hinsetzen, weil wir haben ja sowieso keine hier oben. So. Dahin. Da müsste doch eigentlich. Oha, ist immer noch. Sechs. Ah, jetzt geht's langsam hoch, okay. Wo setze ich mir noch ein Wohngebiet hin? Ich würde ganz, ja, ich glaube, ich setze mir das hier oder hier hin. Nee, hier ist Industrie. Ich werde mir hier noch eine Straße lang ziehen. So. Gucken, ob das mit dem Wasseranschluss passt. Reicht das alles? Nee, reicht nicht. Also die Leitungen sind auch sehr speziell gelegt, muss ich auch mal zugeben. Das ist der Wahnsinn. Okay. Gucken wir, ob dann gleich noch welche hingesetzt werden. Industrienachfrage ist schon wieder da. Ist das so? Ist ja schon alles bebaut, was ich. Okay. Das ist ja auch doof, was ich hier gemacht habe. Ist ja ein Riesenfeld, damit der jetzt frei. So. Dann setzen wir hier noch Industrie hin. Ein bisschen Geld produzieren. Deiner Wohnung gebaut? Ja, da wäre Wohnung gebaut. Perfekt. Ich versuche halt, das irgendwie ein bisschen weiter auseinander zu bekommen, aber langsam komme ich an den Punkt, wo ich dann überlegen muss, eventuell ein neues Gebiet zu kaufen. Sieht auch schön bei Nacht aus, hier, wenn sie langfahren, Kreisverkehr. Ja, aber ich glaube, geldtechnisch wird es langsam. Da werden die nächsten Hochhäuser hingesetzt. Ist da? Ach, schon wieder weg. Vielleicht den Kapazitäten? Nö, ist eigentlich. Es geht noch.
Okay, lassen wir mal laufen und wir gucken einfach mal ein bisschen durch. Jetzt habe ich mich ja langsam beruhigt. Es fehlen wieder Ressourcen. Krass, wie viel Flächen man benötigt. Dann nehme ich die Straße da auch noch weg und dann versuche ich da vielleicht zwei nebeneinander. Doch, zwei nebeneinander wäre auch mal cool, die hinzusetzen. Wenn das geht, 6000. Hallo? Reiße ich da die Straße ab. Das ist eins noch direkt daneben. So. Ich überlege die ganze Zeit, was das für ein Zeichen sein soll. Habe ich da... Nee, unterirdisch auch nichts abgerissen. Was ist da? Sprich mit mir, du kleiner Button. Was habe ich getan? Ist hier irgendein Fehler? Richtlinien? Verbesserte Logistik? Huch, was ist das denn? Das Packen und Planen von Liefern funktioniert aufgrund der verbesserten Inventur- und Fahrzeugtracking-System effizient, erhöht die Lagerkapazität von Förderanlagern und Aufbereitungslagern, erhöht den Unterhalt, okay. Verbessert Sicherheit. Die Sicherheit bei den Arbeitern wird durch Normen und Bestimmungen sorgfältig überwacht, erhöht die Arbeitergesundheit, okay. Erweitert Automatisierung. Roboter und andere automatisierte Systeme schleunigen, präzisieren die Produktion, erhöht die Produktion, erhöht die Gebäudekosten. Nee. Erstmal nicht. Da oben ist auch so ein Zeichen. Ach, die Buslinie. Das ist unsere Buslinie. Kann das sein? Ich habe aus Versehen die Buslinie gekappt. Linienübersicht. Das ist die gelbe. So, wie kann ich jetzt... Moment. Ganz ruhig. Ich habe die Buslinie gekappt. Ich möchte hier kein Gebäude hinsetzen. Also, wie kann ich jetzt die Buslinie wieder... verbinden? Linienübersicht, Linie löschen. Nee, ich möchte die Linie löschen. Kann ich die nicht irgendwie bearbeiten? Geht das nicht? Wollen Sie die Linie wirklich löschen? Ja, komm, wir löschen sie mal. Sind so traurig, ja toll. Ja, wir bauen eine neue, kein Problem. Buslinie. Ich hätte wahrscheinlich einfach nur so ein Häuschen hinsetzen müssen, ne? Wir fangen mal hier an. Fahren dann einmal da rum. Jetzt sind sie gleich glücklicher, ne? Supi. Ja, das macht ja aber keinen Sinn, wie... Warum automatisiert sich die Linie von selbst? So. Huch. Ja, okay, das passt ja. Dann können wir die ja irgendwie noch hier lang führen. So. Guck mal, wie glücklich die gleich sind. Dann vielleicht so. Also, Buslinien bauen, wie viel, wie viele Linien musste man da hinsetzen, damit das fertig ist?
einfügen. Ich muss euch, glaube ich, mit der Stadtlinie wieder abschließen, oder? Kann das sein? Also im letzten Mal habe ich das irgendwie besser hingekriegt. Ach hier, Linie abschließen. Zack. Oh Gott, ist das ein Durcheinander. Da muss ich, glaube ich, nochmal in ruhigen Minuten nochmal ransetzen. Kann das vielleicht sein, dass wir deswegen Probleme gehabt haben? Weil unsere Buslinie so bescheiden platziert ist. Haltestelle 13. Ja. Null von 30, da warten 25, 9, 10. Ja, wir lassen es erstmal laufen, okay. Also ich habe ein bisschen die Befürchtung, dass das mit diesen Kunden Dings sie auch daran lag, dass ich die Buslinie nicht richtig gesetzt habe. Gut, wir haben jetzt ein Gebäude noch, wo die Meldung kommt. Ich sehe gerade, ich bin schon über eine Stunde drüber. Da oben brennt's, da habe ich noch gar keine Feuerwehr hingesetzt. Herzlichen Glückwunsch. So. Was ist da los? Kein Wasser? Nicht genug Wasser. Ja gut, dann müsst ihr auch die Leitung komplett drüber setzen, dann wäre das alles ein bisschen einfacher. Okay, Freunde. Das soll es für heute gewesen sein. Wir haben viel Neues gebaut, sehr viele verwirrende Sachen. Ihr habt es wahrscheinlich heute auch gemerkt, ich war echt überfordert heute und habe auch sehr wirre Dinge manchmal hingesetzt, genau wie dieses mit dieser großen Anlage. Ich glaube, die hätte nicht sein müssen. Das sind 100.000, die wir uns angesammelt haben, die wir dann einfach mal mit einem Schlag ausgegeben haben und wir haben es eigentlich gar nicht benötigt. Ich hoffe, euch hat der Part trotzdem gefallen. War halt mal ein bisschen etwas ein verpeilter Part und ich wollte auch noch mal am Ende jetzt noch einmal sagen, eigentlich hatte ich es vor, am Anfang zu erzählen, aber ich war halt gleich wieder so in dem Modus drinne, überfordert und umsetzen, umbauen und Gedankengänge eins nach dem anderen. Ich hatte ja beim letzten Mal gefragt, ob wir dann dort eine neue Serie draus machen möchten oder wollen. Und ihr habt gesagt, können wir gerne machen. Und deswegen werde ich City Skylines jetzt nicht mehr ab sofort als angeträumt Projekt sozusagen hochladen, sondern City Skylines kriegt eine eigene Playlist. Und ja, ich hoffe, euch der Part dann trotzdem gefallen, beziehungsweise das Zuschauen. Und vielleicht hat der eine oder andere auch noch irgendwas erlebt, was er so auch noch nicht gesehen hat von Neuerungen, beziehungsweise, man weiß ja nicht, es sind halt sehr viele Sachen dabei, wo man sich irgendwo reinfuchsen muss und dann setzt man da irgendwas hin und dann funktioniert nicht und mit der Industriegebiet und dann mit der Buslinie gelöscht und ich überlege die ganze Zeit im Hinterkopf, bin ich am überlegen, was ist dieses Zeichen, was ploppt da auf und man hat eigentlich schon wieder andere Produktion in Planung. Deswegen verzeiht es mir, dass heute ein bisschen verwirrter war. Ich hoffe, da hat der Part trotzdem Spaß gemacht und ich bedanke fürs Zuschauen. Ich wünsche einen schönen Tag, morgen, Abend, je nachdem, wie du schaut und sag bis zum nächsten Mal. Haut rein.